So, willkommen zu einer neuen Folge von Asterix und Obelix XXL2. Und mir ist noch was aufgefallen. Im Menü kann man noch zwischen den Outfits wechseln. Ich will mal jetzt mit den klassischen... Ich habe keine Ahnung, ob jetzt ein Unterschied tatsächlich da ist, aber gut, lassen wir mal so. So, und ich habe mir das jetzt... Hallo? Folgendermaßen so ein bisschen gedacht. Laufe ich gerade richtig? Ich gucke mir immer so auf Screen eine Welt so insgesamt an und versuche halt die Sachen entsprechend zu finden. Und dann machen wir daraus eine Folge. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie viel waren das hier nochmal? Ein Helm und eine Karte, okay, dann weiß ich's. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich alles hier gefunden hatte. Und wenn die Zeit es halt ermöglicht, dann gucken wir noch, ob wir mal so eine Garnison wieder vermöbeln. Und, man muss wirklich genau darauf achten, weil zum Beispiel die hier. Also das war Zufall, dass ich die noch gesehen habe. Da habe ich nämlich, glaube ich, stand ich hier in der, genau, und habe mich so ein bisschen gedreht gehabt. So, dann fehlen nur noch 6 Postkarten. Nebenbei versuchen wir noch natürlich ein paar Helme zu kriegen. So, hier haben wir uns ja schon dran versucht. An der Garnison. Also laufen wir erstmal weiter. Vielleicht gehen wir auch nochmal zurück, ich weiß es noch nicht. So. Und ich weiß gar nicht, warum mir das hier nicht mal aufgefallen ist. Oder ob das jetzt irgendwie erst im Nachhinein gekommen ist. Hä? Es klappt nicht so wirklich, wie ich das möchte. Ich hab's jetzt tatsächlich vorher nicht ausprobiert. Ah, ich muss einfach weiter wechseln. Okay, noch eins. Mal gucken, was wir hier kriegen dann. Vielleicht ist es auch kein Helm oder sowas. Oh yeah, doch ein Helm, geil. Gut, dann probieren wir uns jetzt an der Herausforderung hier. Wo wandert? Ach, den Helm muss ich erstmal holen, wa? Ach, und nur noch 5 Helme. Nice.
Ich dachte mehr. Und wir können ja noch kurz in den Shop gucken. In den Candy Shop. Haben wir. Okay, hier brauchen wir nichts mehr kaufen. Aber wo war denn das Ding hier für die Herausforderung? Oder war hier keins? Doch, da. Ach, der Zaubertrank verschwindet. Das ist ja interessant. Sieht so aus, als ob wir es schaffen, ne? Ja, nice! Cool! Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber geil. Gut. Wo geht's denn jetzt? Hier war keine Karte, ne? Weiter. Keine Reisekarte, glaube ich, ne? Oder war die hier oben? Ja, doch. Dann könnte man tatsächlich doch das erste auch nochmal probieren, oder? Probieren wir es einfach nochmal. Sonst hatten wir jetzt alles in diesem Gebiet, ne? Ja. Gut. Thank you.
glaube, jetzt haben wir 2500 Würmer bekommen. Okay. Zeit wird knapp. Ach so, hier ist ein einer. Ich dachte, das wäre Obelix. Lol. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war eng. Aber cool. Freue ich mich tatsächlich drüber. So, holen wir uns noch ein Schild. Und ich habe auch schon bei der Ägyptenwelt nachgeguckt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alles hatte. Wir können ja noch für eine Folge habe ich noch Zeit. Dann reisen wir da schon mal hin. Venezia war das, nicht Ägyptenwelt. Venezia, so rum. Na gut. Dann dahin. Achso. Schwimmende Stadt? Ich glaube ja. Okay. Ich sehe gerade, da sind ja noch drei Postkarten offen. Dann habe ich das doch nicht. Komplett bisher. Aber den Anfang können wir uns ja dann schon mal ansehen und uns auch an den Garnisonen versuchen. Na gut, das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge wieder an. Spitze bedanke mich. Bis dann.